Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit Dr. Michaela Dahne. Sie ist promovierte Biochemikerin, beschäftigt sich allerdings auch mit den Planeten im Weltall. Welche Einflussfaktoren diese Planetenstellung auf uns Menschen haben, kann sie sogar biochemisch wissenschaftlich nachweisen. Daraus ergibt sich eine ganz neue Medizin, die auch von Paracelsus bereits beobachtet wurde. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde diese Frau fantastisch und einfach sehr inspirierend, denn sie bringt neue Themen zutage, die mir so vorher noch gar nicht bewusst waren. Und ich hoffe, jeder andere, der dieses Video sieht, macht die gleiche Erfahrung. Deshalb meine ganz klare Empfehlung: Zusehen und viel, viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Michaela, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Ja, hallo Alexander. Freut mich, dich hier wieder zu sehen. Ja, wir sind jetzt ja heute im zweiten Teil. Du bist heute in deinem Zuhause. Man sieht es ja auch ein bisschen an der Bücherwand. Und als zweiten Themenbereich gehen wir die Signaturenlehre an. Was erwartet uns? Ja, ich möchte ein bisschen erklären, warum die Signaturenlehre nicht veraltet ist, warum wir das Lesen der Zeichen nach wie vor verwenden können. Und es basiert eigentlich alles auf dem einen für mich sehr wichtigen Satz von Paracelsus: Schaut nicht in die Bücher, geht in die Natur, schaut und begreift im Licht der Natur, was Sache ist. Das heißt, wir können beim Anschauen von der Natur Sachen erkennen und wissen, wozu was gut ist. Und wie das geht, das möchte ich heute gerne erklären. Die Zeichen, welche Zeichen genau meinst du? Es gibt viele Zeichen. Es gibt ganz einfache Zeichen wie Farbe, wie Gestalt. Es gibt Zeichen, die auf dem Musikbereich sind. Es gibt alles, was im Prinzip materiell ist und was wir sehen, anfassen, schmecken, hören können, hat Zeichen. Und Paracelsus sagt, alles, aber alles, was auf der Erde ist, ist gezeichnet. Er war sehr gläubig, hat gesagt, ist von Gott gezeichnet, damit der Mensch alles immer wiederfinden kann. Und dann kommt das Allerwichtigste, auch die Menschen sind gezeichnet. Und dann ist natürlich die erste Frage, wovon denn gezeichnet? Und wenn wir jetzt mal die theologischen Aspekte beiseite lassen, dann bleibt immer noch etwas übrig, was keiner leugnen kann, was einfach da ist. Und das ist der Aufbau unseres Sonnensystems. Und das Schöne am Sonnensystem, das ist unverrückbar da, aber es ist ein bewegliches System. Und dieses System heißt, wir kreisen um die Sonne auf unserer Erde und um uns herum kreisen Himmelskörper gemeinsam mit uns um die Sonne. Das heißt aber auch, dass die Stellung der Himmelskörper in jedem Jahr anders ist und auch in jedem Monat anders ist. Die bewegen, die einen bewegen sich schnell, die anderen bewegen sich langsam, aber wir haben 7 Stück. Und 7 Stück sind es, die die Materie prägen können und ihnen Form und Gestalt verleihen. Wie machen sie das? Wieso kann, und da eben, da kann ich immer wieder nur diese wunderbare Vorlesung aus dem 12. Jahrhundert zitieren von Ibn Ezra, die hat er im Kalifat von Cordoba an der Universität Cordoba gehalten. Und er hat gesagt, es ist doch jedem bekannt, dass die großen Himmelskörper das Kleine auf der Erde prägen. Und wie machen sie das? Das haben wir heute leichter, dafür haben wir moderne Physik. Sie machen es durch Wellen und wir haben 2 Arten von Wellen und wir haben eigentlich 3 Arten von Wellen. Alles ist ja immer dreigeteilt, die Trier-Prinzipien nach Paracelsus haben sich heute auch bestätigt. Wir haben eigentlich 3 Arten von Wellen. Die ersten und zweiten kennen wir gut. Das eine ist Licht, das andere ist Klang und das dritte ist Gravitation. Und da haben wir schon Probleme. Da ackern die heute noch im CERN dran, das zu erklären. Aber fangen wir mal nur mit dem Einfachsten an, Licht und Klang. Licht und Klang bedeutet die 7 Himmelskörper, die uns am nächsten stehen. Das sind Sonne, Mond, Merkur, Mars, Venus. Mars und Venus rahmen die Erde ein, der Mond steht uns am nächsten. Zwischen Erde und Sonne stehen Venus und Merkur. Und am weitesten weg und darum auch am seltensten ihre Effekte ausüben können, Jupiter und Saturn. Jenseits des Saturn sind später dann Uranus und Neptun und Pluto entdeckt worden. Aber die sind zu weit weg, als dass deren Wellen auf uns noch solchen Einfluss haben können.
Die letzten Wellen, die tatsächlich Materie verändern, also nicht nur Psyche, da kann das auch sein. Die Astrologen sagen ja, es hat auch einen Einfluss, was, was Neptun und Uranus machen. Das weiß ich nicht. Mit Astrologie beschäftige ich mich nicht, sondern nur mit Astronomie. Und die sieben, die sind real noch in der Lage, tatsächlich Materie zu beeinflussen. Durch das Licht, das sie reflektieren von der Sonne, die haben ja spezifische Farben, und durch die Musik, die sie aussenden. Und die Musik ist doppelt. Und das hat die NASA uns so schön aufgenommen. Das ist nämlich sehr schön, wir brauchen das nicht mehr zu spekulieren. Die Griechen, die haben damals gesagt, die Sphärenmusik, das ist die Musik unseres Sonnensystems. Heute können wir sie aufnehmen. Die NASA-Sonnen haben das aufgenommen. Und die entstehen, die Klänge, dadurch, dass die sich um sich selber drehen. Und dann noch bei dem Effekt um die Sonne herum. Das heißt, die Himmelskörper sind uns manchmal ganz nah und manchmal sind sie sehr weit weg. Wir haben Jahre, in denen uns der Mars sehr nah war. Das war in dem Jahr, wo, wir haben das zweimal selbst erlebt, aber da war er auf 56.000 Kilometer Erde Entfernung. Das war sehr nah und da haben wir ihn dickrot am Himmel gesehen. Und wenn der dann auch noch in einem Marszeichen steht, wie im Skorpion, wo wieder rote Sterne sind, dann haben wir geballte rote Energie, um es mal so zu sagen. Und rote Energie ist natürlich Kriegsenergie. Und dann geht er wieder weg und dann hat er diesen Effekt nicht mehr. Dann hatten wir die Venus sehr nah. Das ist im Moment auch nicht der Fall. Im Moment ist der Jupiter im Himmel. Also man kann das mit einem Astronomieprogramm verfolgen, indem man einfach jeden Abend an den Himmel guckt. Und wer keinen klaren Himmel hat, der hält das Redshift-Programm an den Himmel und schaut, wer ist wo. Da kann man die Entfernungen antippen und dann weiß man genau, wer auf seiner elliptischen Bahn ist uns jetzt nah und welcher nicht. Und das macht einen gewaltigen Einfluss auf das, was mit uns passiert. Und das ist etwas, was wir verlernt haben, darauf zu achten. Wir wissen gerade noch, dass die Mondphasen Einfluss haben und dass das was macht. Ob Vollmond ist oder Neumond oder Halbmond oder zunehmend oder abnehmend. Das haben die Leute gerade eben noch verstanden. Aber die anderen sechs, was die tun, was für einen Wahnsinnseinfluss die auch haben, das ist den meisten Leuten nicht klar. Und der größte Einfluss ist der, wenn Materie entsteht, in diesem Falle unser Leben. Das heißt, wenn wir das Licht der Welt erblicken, das nennt man Geburt. Und darum ist auch manchmal, ich werde immer wieder gefragt, ja, aber ich bin 2 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Ich sage, ja, daraufhin hat sich eventuell der Himmelskörper, also deine Signatur, geändert. Du warst vielleicht anders programmiert, als du geworden bist. Hast ein Leben lang das Gefühl, im falschen Film zu sein. Und das sind natürlich Sachen, wo es meiner Meinung nach sehr wichtig ist, zu wissen, dass es diese Einflüsse gibt, dass sie auf alle wirken und die allerersten, die es betrifft, sind wir selbst. Das heißt, Menschen haben eine Signatur. Du hast schon viele, viele Fragen, die ich gestellt hatte, selber perfekt beantwortet. Und was ich hochinteressant finde, ist, das heißt, man geht oder du gehst quasi jetzt auch davon aus, oder Paracelsus, dass während der Befruchtung, während die Zellen sich vermehren des zukünftigen Kindes, in dem Bereich passieren schon die Punkte der Beeinflussung. Du bist geschützt durchs Amnion. Da hast du Wasser um dich rum. Da ist es noch nicht so. Darum heißt es, wenn du das Licht der Welt erblickst, also der Tag der Geburt ist tatsächlich der entscheidende. Das heißt, so lange ist das Kind durch das Wasser isoliert von diesen Kräften, von den drei Bereichen oder von den dreiartigen Wellen, Frequenzen. Ja, das ist im Prinzip abgeschirmt. Und darum ist dieser Moment der Geburt, ist der Schockmoment, aber auch der Prägungsmoment. Und darum sagt man immer in allen alten Geschichten, als er das Licht der Welt erblickte und dann so und so. Und dann kommt, es gibt ein sehr schönes alchemistisches Märchen, das ist das Dornröschen-Märchen, Dornröschen geboren. Und da kommen 7 Engel oder 7 Taufpaten. Und diese 7 Taufpaten sind die 7 Planeten. Und jeder verleiht dem Frischgeborenen eine neue Eigenschaft. Nun ist es aber so, wenn wir die Sternenkarten anschauen, ist es nicht so, dass alle 7 dastehen, wenn man auf die Welt kommt. Das ist sehr selten, sondern meistens ist es genau nur einer. Oder es sind einer genau in der Mitte des Sternzeichens und 2, 3 daneben, die nicht die große Rolle spielen. Darum sagt man, die einen sind Paten, die anderen, nur einer ist der Geburtsherrscher. Der macht die Signatur dieses Menschen aus. Und das ist die Behauptung von Paracelsus, die wir einfach über im Laufe der letzten 25 Jahre überprüft haben. Paracelsus hat gesagt, alles ist dreiteilig. Und diese Dreiteiligkeit gilt natürlich besonders für den Menschen.
Und zwar dreiteilig auf vielen Ebenen. Das erste ist, wir bestehen aus drei Komponenten. Das eine sind die Gene. Das hat er natürlich die Vererbung genannt. Das andere ist die Umwelt, in der wir aufwachsen. Und die gestaltet sehr viel. Ist das eine harmonische Familie? Ist das eine getrennte Familie? Wie ist die Ernährung? Wie viele Genuss- oder schädlichen Gifte werden zu sich genommen und so weiter? Das nennen wir heute Epigenetik, weil alle diese Lebensumstände bis runter auf die Genetik Dinge verändern können. Und das dritte ist der siderische Körper, so nannte Paracelsus das. Und das ist die Signatur des Menschen. Wir haben das, um die Sprache ein bisschen zu aktualisieren, heute Biotyp genannt. Mhm. Also es gibt 7 Stück, mehr nicht. Jetzt noch der vielleicht noch kritische Zuschauer, der sich gerade so denkt, so ja, wie soll denn bei der Geburt des Kindes die Stellung der Planeten zellulär oder wie wird der beeinflusst? Das könnte man ja denken. So, versuchen Sie mal ein Erklärungsmodell, wie der Einfluss da aussehen könnte. Ja, das ist, wie gesagt, ich denke, es können nur Einflüsse sein, die komplett durchgehen. Und das sind Klänge und Licht. Das sind eben diese Wellen, die einfach durch die Materie vollkommen durchgehen und die überall ankommen. Und offensichtlich scheint die Stellung, wenn man auf die Erde kommt, eine solche Prägung auszulösen, dass man ein Leben lang damit in Resonanz geht und mit allem, was dazu gehört, was ebenfalls diese Prägung hat. Werden dann beispielsweise, also Zellen im Gehirn, werden die dann entsprechend ausgerichtet oder hat man quasi irgendwie einen anderen Empfänger dann sozusagen, der geprägt ist für andere Bereiche? Also ich kann es nur auf der körperlichen Ebene tatsächlich sehen, dass ja bestimmte Dinge, angenommen, du hast einen, der ist Sonne geprägt. Er kommt auf die Welt und es war im ganzen Sternzeichen nur Sonne. Und dann am besten noch, wenn wir einen Archetyp haben wollen, der ist im August geboren, es war also ein Löwe und da ist die Sonne drin. Da ist die Sonne besonders stark, das gibt Archetypen. Es gibt auch Gegenteile, wie zum Beispiel, wenn jetzt, wenn ein Krebs geboren wird im Juni, dann kann die Sonne, die dann mit dem Element Wasser zusammenkommt, sich nicht so ausprägen. Das ist ein sanfterer Typ. Aber nehmen wir mal den Archetyp, ist leichter. Der Archetyp wird von Anfang an Probleme mit Herz und Nerven haben. Und ein weiteres Organ sind die Augen. Bei der Alchemie gibt es kein Hyper und Hypo, also zu wenig oder zu viel, sondern es ist das Thema. Es kann sein, dass dieser Mensch Adleraugen hat. Es kann sein, dass er ganz früh eine Brille braucht. Es kann sein, dass das Herz irrsinnig stark ist. Es kann sein, dass das immer, wenn er Stress hat, der erste Punkt ist, wo er reagiert, genauso wie die Nerven. Und das ist eine körperliche Prägung, die man sich gar nicht erklären kann, die aber da ist. Wir haben in unseren Krankengeschichten, wir haben ungefähr so 3200 Krankengeschichten, bei jedem die Signatur drin. Und wenn ich einfach eingebe, Herzinfarkt. Ich gucke, wer von unseren Patienten hat eine KKH oder hat eine koronare Herzerkrankung oder hat Vorhofflimmern mal gehabt oder sowas, dann kriege ich einen sehr hohen Prozentsatz Sonnengeborene raus. Und zwar signifikant. Das wäre toll, wenn man sowas an der Uni mal untersuchen würde. Wir haben das versucht vorzuschlagen hier an der Universität Alicante und die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, um Himmels Willen. Denn so eine Sache, wenn ich sage, dass der Mensch durch seine Signatur von Anfang an bestimmte Schwachpunkte hat und bestimmte Stärken hat, dann heißt das für die Medizin, dass ich die nicht gleich behandeln kann. Und da ist der Punkt, warum es keiner wissen will. Weil das würde nämlich heißen, und es ist das, was wir in der Naturmedizin so behandeln, dass ich einem Sonnenmenschen andere Mittel gebe, als einem unter dem Mars geborenen oder unter der Venus geborenen. Die bekommen bei scheinbar gleichen Symptomen nicht die gleichen Mittel, weil es nicht funktionieren wird. Das heißt, dieses ein Mittel für alle reicht, ist eigentlich nicht wahr. Das ist ja auch ein relativ neues Phänomen, ne? Also ich denke mal, selbst die Medizinmänner ganz früher oder die Schamanen haben ja auch... Keinem eingefallen. Es wäre keinem eingefallen, allen das Gleiche zu geben. Ja, also die waren sicherlich individuell unterwegs, nur in der Zeiten der Massenherstellung und des Massenkonsum und der Massenabfertigung geht das halt schwieriger. Wie viele Signaturen gibt es? 7. Wie sollen wir uns der Thematik nähern? Was wäre dir lieb? Vielleicht sage ich noch ganz kurz etwas zu diesen 7 Signaturen, wie wir sehen zum Beispiel an dem Bild hier.
da war jetzt die Venus bei diesem Bild, was wir da haben, da war die Venus am Himmel im Sternzeichen. Und so ein venusgeprägter Mensch ist normalerweise kreativ, künstlerisch unterwegs. Und wir haben sehr, sehr viele Künstler, bei denen wir das feststellen. Das ist nicht nur Mozart so, es gilt auch für Berlioz, es gilt für viele sehr romantische Dichter. Wir sehen es an Schauspielern, George Clooney, typischer Venusmensch, sind die immer Harmonie und Schönheit suchen. Und wir sehen das sowohl bei Frauen als bei Männern, dass der Charakter anders ist als bei dem Kriegertypen, der unter Mars geboren wird. Und was sehr wichtig zu wissen ist, die Himmelskörper haben ja nun mal eine Bewegung, die feststeht. Und wenn die Erde umgeben ist von Venus und Mars, sozusagen rechts und links stehen die sozusagen, dann sind es sehr häufig. Das hat dazu geführt, dass viele Leute glauben, und das hat auch zu solchen unsäglich schrecklichen Büchern geführt, wie Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus, zu glauben, das seien die einzigen Prägungen, die es gäbe. Das, und so sieht es danach aus. Dann ist dann im Teusser-Ass alles in rosa, also Venus rosa. Und für die Jungs, die kriegen dann immer so Kriegsspielzeug oder dann am besten noch gefleckte T-Shirts, die so aussehen, als sollten sie als Kindersoldaten in den Irakkrieg ziehen. Es gibt tatsächlich Mütter, die kaufen sowas. Wenn man jetzt aber mal die Familie untersucht, dann kann man auf entsetzliche Dinge stoßen. Nämlich, die Mutter ist eine Marsfrau. Die fand das klasse mit der Fleckenoptik. Und das arme Kind ist Venus und leidet fürchterlich unter solchen Klamotten. Also ganz umgekehrt, das Mädchen, das da rosa Puppen kriegt, und wenn das jetzt ein Saturn geboren ist, dann fliegt die Puppe in die nächste Ecke. Sie wird sie nie anfassen. Das ist eine ganz andere Prägung. Und es gibt eben noch andere Prägungen, und die sind auch gar nicht selten. Die nächsthäufigen nach Venus und nach Mars sind in jedem Fall die Merkure. Und die stehen immer so zwischen den Welten. Das sind die hypersensiblen, was ihre Atemwege angeht. Das sind die Asthmakinder. Die sind fast immer Merkurgeborene. Und die erkennt man an ihrer Vorliebe für bunt. Und teilweise erkennt man einen erwachsenen Merkur daran, dass der in orangenen Klamotten ankommt. Das ist wirklich witzig. Also ich habe meinen eigenen Mann kennengelernt, da hatte er eine butan-orangene Hose. Also sowas, was kein Mensch in Leben anziehen will. Und ein buntes Hawaii-Hemd dazu. Also ich das Nächste, was ich getan habe, ist, alle diese Klamotten zu entfernen. Aber das ist natürlich ziemlich gemein. Nein, weiß ich, das ist gemein. Denn die Merkure brauchen das Bunte, das Verrückte, das Ausgefallene. Und die haben es in so einer Gesellschaft, wo alles immer nur grau, schwarz, dunkelblau ist, ist das für Männer natürlich schrecklich. Darf ich ganz kurz reinfragen? Das heißt also, die Signaturenlehre, um jetzt schon ein bisschen vorwegzugreifen, die hilft uns dabei, unsere Kinder besser zu verstehen, unsere Partner und unsere Mitmenschen. Ist das so, kann ich das so sagen? Das ist vielleicht der entscheidende Punkt bei der Signaturenlehre, dass das also nicht nur nutzt, um Kranke zu beurteilen und zu überlegen, was könnte der jetzt haben, was gehört da zu ihm, sondern es geht um alles. Es geht um das Dasein tatsächlich. Welche Schwächen sind da, welche Vorlieben sind da, und da die nie gleich sind in einer Familie oder selten gleich sind in einer Familie. Oder es ist besonders tragisch, wenn bei den Eltern die Signatur übereinstimmt von einem Elternteil und einem Kind und von dem zweiten nicht. Dann werden die sich immer fragen, was ist das denn hier? Wieso? Bei gleicher Erziehung, gleichen Genen haut der so raus. Und weil der raushaut, der hat leider einen anderen siderischen Körper und braucht ganz andere Dinge. Und das als Eltern zu lernen, glaube ich, ist sehr kostbar. Also Ich frage mal ein bisschen kritisch nach, weil es gibt bestimmt einige Leute, aber damit holen wir sie auch ab, ist, wenn man sich sozusagen traut, diesen Gedanken zu folgen, dass wir anhand der Stellung der Planeten im Weltall und generell geprägt werden und dass dann aus Beobachtung heraus Erfahrungen gesammelt wurden, dass das die Menschen entsprechend wirklich manifestiert im Bereich Herz, im Bereich Lunge, im Bereich Asthma, im Bereich, wie sie quasi sich verhalten oder wie sie vom Charakter sind. Wenn wir diesen Schritt mal gehen und das Experiment mal akzeptieren, dann haben wir da eventuell, oder da ist, du weißt das ja, aber vielleicht der es noch nicht weiß, haben wir da eine riesige Chance, die ist enorm. Ja, das ist, du kannst es schaffen, mit deiner Natur zufrieden zu sein. Wie viele Jupiter-Menschen konnte ich glücklich machen, indem ich ihnen erklärt habe, hört mal, ihr braucht keine Hungerhaken zu sein. Jupiter ist üppig, ist großzügig.
Esst alles, genießt alles und wenn ihr ein bisschen runder seid, dann sind es eure Formen. Nicht alle Männer stehen auf Hungerhaken. Also gerade bei den Jupiter-Frauen muss man es immer wieder mal sagen, ey, du brauchst die Diät nicht. Das ist richtig so. Und wenn die das einmal begriffen haben, dann fällt wie so ein Zwang ab, weil die Reklame, die ist ja nur auf den Marsmann und die Venusfrau ausgerichtet. Und das gibt 6 Typen das Gefühl, falsch zu sein. Und das ist total schrecklich, weil so viele Leute sind nicht so. Und was soll ein armer Mondgeborener mit dem Mars-Vorbild? Das ist nichts für ihn. Und auch dieses immer zum gleichen Moment funktionieren sollen. Es gibt Tage, das erkläre ich den Eltern auch immer wieder. Wenn ihr ein Mondkind habt, dann lasst es um Himmels Willen die schwierigen Sachen, die Hausaufgaben abends machen. Mhm. Nicht direkt nach der Schule, das ist der schwächste Moment. Mhm. Da müssen die was machen, was ihnen gut tut, wie Musik. Und solche einfachen Dinge und auf einmal gehen die Noten hoch. Und das kann man also wirklich immer wieder beobachten. Und wenn du einen hast, der sich total abschließt von der Welt, der schwierig ist im Umgang, Probleme hat, sich in eine Gruppe einzuordnen, dann ist er nicht gleich Autist. Schau mal nach, ob es nicht einfach ein Jupiter ist. Oder ein Saturn, der 10-mal lieber sich in Büchern vergräbt, als irgendwo eine sportliche Tätigkeit auszuüben. Das wird ein Saturn nicht wollen, weder der weibliche noch der männliche. Wenn sich jetzt ein Zuseher angesprochen fühlt, wenn er denkt, okay, mir ging's klar, jeder fühlt sich mal ein bisschen so, passe ich jetzt hier rein oder was ist mit mir, stimmt irgendwas nicht mit mir? Ich glaube, das vielleicht ging es jedem schon mal so. Wie kann der denn mit der Signaturenlehre beginnen, dass er mal sich einliest und mal versteht, um was es da genau geht und welcher wäre der erste Schritt? Naja, der erste Schritt ist immer erstmal feststellen, was bin ich überhaupt? Das heißt, feststellen, also die Signatur bestimmen lassen oder es lernen, es selbst zu tun. Ich biete wirklich 3-4 Mal im Jahr Kurse an, Kurzkurse, nur zu lernen, wie man es selber machen kann. Oder aber ich mache das für andere, ich werte sie aus, indem die Leute mir schreiben oder über die Paracelsus-Akademie-Seite das bestimmen und dann wissen sie über sich Bescheid. Viele Leute sind so glücklich damit, dass sie dann die ganze Familie auch durchtesten lassen. Und wenn ich das einmal weiß, dann weiß ich viele Dinge. Dann weiß ich, welches ist meine Kraftfarbe, nämlich die gleiche, die der Himmelskörper hat. Wenn mein Geburtsherrscher Mars ist, dann ist meine Kraftfarbe rot. Aber wenn mein Geburtsherrscher Saturn ist, zum Beispiel, ist meine Kraftfarbe grün. Dann sehe ich in rot krank aus. Und das ist auch so ganz auffällig, ist es bei den Mondleuten. Es gibt so ein paar Farben, die ziehen total Energie ab. Das liegt an der Natur der Sache, weil es physikalisch so ist. Schwarz zum Beispiel ist die Negation aller Farben. Und schwarz tut den meisten Menschen total schlecht. Und sie werden damit so ein bisschen Charakter annulliert oder sie gehen unter. Das ist der Grund, warum die Araber natürlich ihre Frauen unter Schwarz annullieren. Mhm. Die Witwen früher, die sollten nicht angesprochen werden, die waren dann isoliert. Und das macht man, und auf der anderen Seite ist es eine mystische Farbe. Aber die Saturngeborenen sind die einzigen, die in Schwarz nicht alt aussehen, und zwar niemals. Und das sind so Unterschiede. Grau, die nächste Farbe. Grau ist eine Depressionsfarbe. Grau soll man eigentlich nicht tragen, genauso wenig wie Schwarz. Und machen aber ganz viele. Grau sieht immer leicht depressiv und verhuscht aus. Außer bei Mondfrauen oder Mondmännern. Bei denen, aus irgendwelchen Gründen, ist das attraktiv. Das muss man, also ich mache diese Tests mit Charts, mit großen Charts bei den Leuten, um ihnen das zu zeigen. In Seminaren oder wenn ich einen Patienten habe und er kommt und er hat grau oder schwarz an und dann sage ich zuallererst, das will ich bei Ihnen nie wieder sehen, schon gar nicht, wenn Sie schwer krank sind. Das zieht es ja gerade noch an. Ganz anders, weiß. Weiß gehört zur Sonne. Weiß ist strahlend, weiß ist Licht, alle Farben. Und logischerweise bekomme ich Sonnenenergie, wenn ich weiß trage. Wenn ich jetzt auch noch sonnengeboren bin, wie so viele Südländer, wie alle Ägypter, aber auch eben hier die Spanier, dann sieht das einfach gut aus. Das gibt Kraft. Darum spricht man ja auch von Kraftfarben. Und das ist die kleinste Übung. Dann kann ich weitermachen mit den Metallen. Das heißt, ich weiß dann, welcher Schmuck tut mir gut, welcher nicht. Was ist eine Gefahr, wenn ich ein Implantat bekomme? Wenn ich plötzlich eine Titanhüfte habe, was bedeutet das? Und wem schadet das, wem nicht? Das kann ich wissen, wenn ich die Signaturen der Leute kenne. Und das ist natürlich immer wieder ganz wichtig, weil da sitzen auch unsere Konstitutionsmittel, wenn es irgendwie nicht gut geht. Aber die allererste Sache ist natürlich auch,
was habe ich als Brillengestell, was trage ich als Schmuck, was habe ich an Manschettenknöpfen oder an Uhrenmaterialien. Da hast du Metall und Metall ist durch seine Reinheit, also durch dieses eine Atom, das das nur ist, nur ein Element, kristallin, sehr, sehr definiert und zieht die Energie der Himmelskörper ganz rein an sich. Das sind unsere ersten Mittel. Danach kommen dann die anderen Sachen, wie die Steine, wie die Edelsteine oder sowas, wenn wir sowas tragen. Und dann gehen wir in die belebte Materie und da sind wir dann bei den Pflanzen. Und auch da ist es wichtig, die Signatur zu kennen, denn was esse ich denn? Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Welche sind meine, die ich ganz viel brauche? Und welche sind so, naja, die lasse ich besser am Rand? Und da ist es natürlich, da wird es wirklich ganz spannend, weil wir eben immer wieder feststellen können, dass die, nur um Beispiel zu nennen, dass die roten Sachen wie die Tomaten, wie die Granatäpfel, wie die Preiselbeeren und solche, und Blaubeeren natürlich auch, die haben auch rote Farbstoffe, auch wenn man es so nicht sieht, die haben alle etwas in sich, was der Mars dringend braucht. Das heißt, da sind überall Gerbstoffe drin, die Gefäße zusammenziehen. Womit hat der Mars Probleme? Mit Blutgefäßen, Bluthochdruck und dergleichen oder Varizen und Magen-Darm, also Verdauungsorgane. Und alle roten Mittel bringen genau etwas, also roten Lebensmittel bringen das, was der braucht. Das heißt, wir können über die Farben schon wissen, was braucht wer. Und das ist total faszinierend, weil man da recht schnell lernen kann, okay, alles Gelbe hat Vitamin C, braucht die Sonne mehr als jeder andere. Jeder kann Vitamin C brauchen, aber in unterschiedlichem Maße. Sonne kann ohne Vitamin C gar nichts machen. Die brauchen das tonnenweise. Und zwar aus der Ernährung besser als aus Kapseln. Also was mache ich? Ich gucke nach gelben Mitteln. Das ist so einfach wie nur was. Und da kommt dann immer wieder der Satz durch, oder so bin ich dahinter gekommen. Ich habe mir die Sachen von außen angeschaut, weil Paracelsus gesagt hat, Gott hat alles gezeichnet. Du findest die Sachen. Du musst nur hingucken. Und so geht das durch die ganze Pflanzenwelt. Was ich besonders schön fand, 2000 Heilpflanzen klassifizieren. Habe ich in meinem Studium gemacht. Wie ordnest du die jetzt? Nach Indikation? Weißt du, wie viele Pflanzen es gibt für Bauchschmerzen? Wie viele Pflanzen es für Kopfschmerzen gibt? Wie viele Pflanzen gibt es für die Haut? Wie ordnest du die? Wer soll jetzt, wem verordnest du was? Ja. Und dann kommt Paracelsus und sagt, wieso? Ist doch ganz einfach. Wenn ein Sonnenmensch Bauchschmerzen hat, kriegt er Kamille. Hat ein Marsmensch Bauchschmerzen, kriegt er Berberis. Hat ein Venusmensch Bauchschmerzen, kriegt er vielleicht was ganz anderes, Malve. Mhm. Woher hat Paracelsus sein Wissen? Der hat hingeguckt. Paracelsus hat, wie alle, die wirklichen interessiert sind an der Natur, unglaublich gut hingeguckt. Der hat nicht nur in einer Praxis gesessen, der ist rumgewandert. Der hat ja die Orte sehr oft wechseln müssen. Und er hat viel gelesen, viel verworfen. Viele Sachen hat er öffentlich verbrannt, weil er sagt, das ist jetzt überholt. Wir sind fertig mit Galenus. 1500 Jahre Galen, jetzt reicht. Dann ist er hingegangen und hat mit Scharfrichtern gesprochen. Die machten nämlich Medikamente aus Resten von Leichen. Der ist hingegangen, hat mit Kräuterfrauen gesprochen. Der war sich für nichts zu fies und für niemand war ihm zu gering, um Wissen dort aus der Erfahrung hervorzuholen. Er ist viel gereist, hat viele Länder bereist. Von Dänemark, wo er für den König gearbeitet hat, bis Südspanien war der wirklich überall. Oder man sagt, er sei auch bis hin vorderen Orient gekommen. Und er hat mit allen Leuten geredet. Was habt ihr für Erfahrung? Nicht, was steht in den Büchern, sondern welche Erfahrung habt ihr? Ja, die Erfahrungsmedizin war ja auch lange Zeit das Nonplusultra, bis sie dann verdrängt wurde. Mhm. Und aber ich denke, wir haben wieder ganz klar Tendenzen dahin, wieder zu den Ursprüngen, zu der Beobachtung zurückzukehren, weil wir ja auch merken, in den letzten 50 Jahren und mehr, seitdem wir eben die hochindustrielle Pharmazie haben, die auch gute Produkte natürlich rausgebracht hat, aber wenn es um chronische Krankheiten geht, ist ja... Ja, da ist die große Diskrepanz. Die Pharmamedizin ist in der Notfallmedizin so wertvoll, weil die ganzen Medikamente über den Körper hinweg funktionieren. Das heißt, die funktionieren tatsächlich bei allen. Also wenn ich ein Schmerzmittel nehme, ist es egal, da muss ich nicht die Signatur des Menschen wissen. Das Schmerzmittel funktioniert sofort, weil es nämlich die Prostaglandine da abstaltet. Boom. Also das funktioniert.
Nur kann ich das nicht jeden Tag nehmen, dann habe ich irgendwann keine Leber mehr. Also ist, ist da eben die große Diskrepanz zwischen Notfallmedizin auf der einen Seite, die aber sich nicht über Monate und Jahre hinweg erstrecken sollte. Im Bestfall will man ja auch mal irgendwann gesund werden. Und das Thema wirklich gesund werden, das funktioniert mit Heilpflanzen besser. Ganz klar. Ich gehe mal davon aus, dass dein Credo sowieso von Anfang an ist, gesund bleiben, ja, und gar nicht erst krank werden. Allerdings kommen die meisten Leute wahrscheinlich dann auch zu deinem Mann und zu dir, wenn erst das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist. Ja. So ticken wir Menschen oder die meisten Menschen, ja. Das ist normal, jeder tickt so. Aber was ich sehr schön finde, ist, du kannst den Weg zurückgehen. Das ist übrigens eine richtig magische Geschichte. Die Naturmedizin hat die Chance, etwas zu tun, was eigentlich antiphysikalisch ist. Nämlich Zustände wiederherzustellen. Das ist entropisch gar nicht möglich. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, dass das Chaos immer zunimmt. Und das würde heißen, die Krankheiten werden immer schlimmer. Aber das ist nicht so. Und da spielt der Geist eine wahnsinnige Rolle auch. Wenn du gesund werden willst, wirklich gesund werden willst und gar nichts mehr nehmen, dein Leben lang nicht mehr oder den Rest des Lebens nicht mehr, dann musst du tatsächlich den Weg rückwärts gehen. Und da brauchst du einen Therapeuten, der dir hilft, diesen Weg zu gehen. Aber das wirklich Magische, was dabei passiert, ist, als würden die Elektronen rückwärts laufen. Das hat der Ulrich Warnke so schön dargestellt. Aber es ist wirklich eine Heilung, ist immer etwas Magisches. Weil da etwas passiert, was physikalisch, theoretisch nicht möglich wäre, nämlich eine Abnahme der Entropie und nicht eine Zunahme der Entropie. Und das kann man erreichen. Entropie, kurz erklärt für die Zuseher. Entropie ist ein anderes Wort für Chaos. Und es sind Zustände, wir sagen ja, dass das Weltall sich ausdehnt. Wir sagen auch, dass alle irgendwann den Wärmetod darum sterben, weil wenn etwas auseinanderfliegt, zum Beispiel ein Gas, kriegst du das nicht mehr zusammenkomprimiert. Das heißt, die Unordnung nimmt zu und das ist fast nicht möglich, Ordnung wieder zurückzugewinnen. In der Natur ist das auch so. Du kannst aus einem Samen kommen, die Pflanze wird dann größer und größer und größer und entfaltet sich und wird immer chaotischer im wahrsten Sinne des Wortes. Du kriegst die nicht mehr zurück ins Samenkorn. Die Zeit läuft nicht rückwärts. Der Zeitpfeil der Entropie ist festgelegt. So kannst du eben, wenn jemand gestorben ist, ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also das sind die Sachen, also du hast einen Zeitpfeil. Oder wenn jemand jetzt einen Meinhalter hat, kann ich nicht plötzlich wieder wie 20 sein. Das ist nicht möglich. Aber überleg mal, dass du bei einem genau das anstrebst, wenn du versuchst, jemanden zu heilen. Ein kaputtes Organ wiederherzustellen. Und da ist das ist wirklich magisch. Und wenn Pflanzen oder homöopathisierte Pflanzen so etwas erreichen, und das können wir beweisen mit NMR-Aufnahmen, mit Ultraschallaufnahmen, dass schon durch krebszerfressene Nieren anschließend wieder da sind und arbeiten, dann bin ich jedes Mal, stehe ich davor und denke, ja, das ist wirklich eigentlich Magie. Mhm. Wäre es jetzt in dem Moment jetzt klug, die einzelnen Signaturen, leeren Zeichen kurz anzusprechen, durchzugehen? Oder wollen wir das erst nochmal allgemein lassen? Und was ist dir lieb? Ich habe ein schönes Bild dabei über Pflanzen. Formen und Farben von Pflanzen, etwas ganz Einfaches, wo man mal sehen kann, wie man in der Natur, wenn man da rumläuft draußen, ohne dass man ein Pflanzenspezialist ist oder ein Buch von 2000 Heilpflanzen durchgeschaut hat, wie man einfach erkennen kann, was ist hier was. Und das ist auch eine meiner Anliegen, die ich meinen Schülern immer beibringe. Ich sage, Leute, ihr müsst die Bücher nicht auswendig lernen. Ihr müsst auch nicht jede Pflanze abfotografieren, bei Wikipedia gucken, wofür die denn gut ist. Da könnt ihr nur fürchterlich reinfallen. Bei Pilzen kann es auch lebensgefährlich werden. Besser ist, ihr lernt, die Zeichen zu sehen. Und wenn ihr sie bei einer Pflanze seht, dann seht ihr sie nachher auch bei den Tieren. Und nachher seht ihr sie bei Menschen. Und Leute, die das Jahre machen oder unsere ersten Schüler, die wir vor 20 Jahren gehabt haben, die ersten oder die in die vollständige Ausbildung gemacht haben, angefangen vor 10 Jahren, die sehen es heute den Leuten an. Nachher weißt du es durch Gangart, durch Stimme, durch Gestik. Nicht so einfache Sachen wie blond oder dunkel oder so. Das ist Unsinn. Es gilt ja für die gesamte Menschheit. Du kannst es bei schwarzen Menschen genauso wie bei Asiaten machen. Aber es ist die Art des Auftretens, des Seins, wo du es dann erkennst. Und du fängst an, die erste Übung ist Pflanzen erkennen, weil die noch relativ einfach sind in der Gestaltung
Und du hast so schöne Indikationen wie die Farbe und die Blütenfarbe. Wenn die noch nicht blühen, ist es schwieriger. Also da rate ich erstmal von ab. Also Zuordnung, fangen wir an mit blühenden Pflanzen. Und dann können wir an dem Bild, das ihr da seht, jetzt sehen, es sind da so ein paar Sachen, die die Kabbala unseres Sonnensystems enthalten, wie zum Beispiel die Anzahl der Blütenblätter. Du hast bei Sonne immer 8 oder ein Vielfaches von 8. Und das ist gelb. Die Blütenfarbe ist gelb oder vielleicht noch hellorange, aber jedenfalls sonnengelb normalerweise. Es kann auch sein, weiße Zipfelblüten mit in der Mitte gelb. Das gehört immer zur Sonne. Und wenn du eine Mondpflanze hast, dann ist die weiß. Und es ist ein Teleskop auf den Mond gerichtet. Es blüht und duftet nachts. Und es investiert logischerweise nicht in Farbe, weil nachts kann man keine Farben sehen. Und die Mondpflanzen erkennt man auch im Prinzip an so einem bestimmten Duft. Nach einer Weile, wenn ich mit Leuten durchs Feld gehe und Signaturen zeige, dann lasse ich sie alle die Pflanzen anfassen und auch dran riechen. Weil das sind ja, wir können mit allen unseren Sinnen eine Signatur erfassen. Wenn eine Pflanze stachelig und dornig ist, dann weiß ich schon, okay, Kriegerpflanze Mars. Dann kann ich, und dann, wenn ich das weiß, okay, das fühlt sich hier rau und stachelig an, dann weiß ich auch, okay, jetzt kann ich mal suchen, weil irgendwo ist etwas Rotes. Wenn die Blüte nicht rot ist und vierzählig, dann kann ich vielleicht mal die Wurzel reiben, dann kommt roter Wurzelsaft raus, wie bei Hydrastis. Ganz klar, wenn ich so jemanden habe wie Mohn, dann weiß ich schon, okay, rote Mohnblüte, aber manche haben auch rote Früchte, wie die Preiselbeere ist, aber die ist auch stachelig. Das heißt, ich habe also den Mars erkenne ich. Dann wenden einige ein, ja, aber die Sonnenpflanzen haben teilweise auch Stacheln, wie zum Beispiel die Kakteen oder der Zitronenbaum. Das ist aber was ganz anderes. Das ist eine Strategie, um in der Sonne blühen zu können und möglichst wenig Wasser zu verlieren. Das ist eine Verteidigungsstrategie gegen zu starke Sonneneinstrahlung. Sonnenpflanzen müssen das, weil die mitten am Tag auskommen müssen mit dieser Bestrahlung. Eine Marspflanze hat das zur Verteidigung. Da ist das eine Waffe. Alleine so ein Brombeerblatt, man versucht mal eine Brombeerhecke zu durchqueren, da sind die Klamotten zerfetzt. Die haben sogar noch Widerhaken unterhalb der Blattseite, das ist einzigartig. Also da erkennt man die Natur dort. Der Merkur hat eine ganz andere Strategie. Merkur ist schüchtern und als schüchterne Pflanze, kleine Pflanze, bleibt er immer unauffällig und versteckt sich, ist aber überall. Kann sich auch an jedes Klima anpassen, aber da ist etwas ganz Besonderes. Woran erkennt man die Merkurpflanzen? Nur mit der Nase. Du gehst irgendwo lang, wenn du als Frau einen längeren Rock hast, wie ich immer, dann streifst du da lang und dann fängt es an zu duften. Oder du nimmst die Hand, streichst einmal drüber, fängt es an zu duften. Was ist mit den Merkurpflanzen? Die stecken prallvoller ätherischer Öle. Und das sind genau die Öle, die in der Aromatherapie den ganzen Lungenkranken helfen. Womit man jahrhundertelang alle Lungenleiden behandelt hat. Und auch heute noch sollte, denn die ganzen Inhalts, die ätherischen Öle, die im Thymian und so drin sind, sind noch dazu keimtötend. Was machen wir in unserer Praxis? Wir haben zwar, weil wir es müssen, diese alberne Steriliumlösung da stehen, die immer nur die Haut kaputt macht. Ja. Aber was wir tun ist, wir haben in unseren Räumen überall diese Tongefäße, da kommen die Thymianzweige rein, ein bisschen Zystus. Und also im Prinzip alles die Pflanzen, die keimtötend wirken und die räuchern wir ab morgens früh. Ja. Dann geht das in die gesamte, überall hoch und der gesamte Raum, nicht nur die eine Stelle und die Oberfläche ist dann sterilisiert, sondern der gesamte Raum. Also ich denke, jeder, der auch schon mal so ein Busch Salbei abgebrannt hat, der weiß, was wir meinen, oder? Ja, genau. Und solche Pflanzen, die sind natürlich dazu da, das sind diese ätherischen Öle, aber im Unterschied, Salbei ist Venus. Also im Unterschied von Salbei zu Thymian ist es so, dass du Salbei musst du reiben und musst du mit sehr viel Masse destillieren, bis du ans ätherische Öl kommst. Die Merkurpflanzen, die haben das beim leisester Berührung. Die haben so dünne Zellwände, das kommt dir in Wolken entgegen. Und die sind auch richtig entflammbar. Das heißt, so ein Pinienwald brennt darum ab, weil der immer Wolken von Pinen und Alpha- und Beta-Pinen um sich rum hat. Und ja, ich denke auch, was bei dir interessanterweise zusammenkommt, ist eben, du hast den klassisch wissenschaftlichen biochemischen Background, aber du bist auch dieser Möglichkeiten offen und zugewandt und hast das durch Beobachtung gelernt. Ich denke, das ist so eine ziemlich einmalige Kombination. Ja. Das bringt mir Kritik von beiden Seiten ein. Du liegst dann zwischen den Lagern.
Weil wenn ich sage, der Charakter dieser Pflanze ist eine Kriegerpflanze, dann kriege ich natürlich von den Naturwissenschaftlern, was ist das denn? Ja. Esoterischer Quatsch. Nein, die haben Persönlichkeit, das sind lebende Wesen. Die Leute nehmen das nicht als lebendes Wesen wahr, aber das, wer sich darauf einlässt, der kann da natürlich eine ganz andere Schiene noch entdecken. Und die Esoteriker, die wollen alles channeln, die wollen nichts lernen. Und denen kann ich nicht damit kommen, was in dieser Pflanze drin ist. Aber ich finde, wir können nicht über Heilpflanzen reden, wenn wir nicht wissen, was drin ist. Ganz genau. Und das ist natürlich, da ist meine 10-jährige Ausbildung an der Uni mir dann schon im Weg. Also das geht nicht. Ich kann nicht channeln oder nur fühlen. Ich muss das auch immer beweisen, wenn es möglichst geht. Und das Lustige ist dann, bei den Pflanzen war es so, als ich anfing, die nach Signaturen einzuordnen, vor jetzt ja fast 20 Jahren, da habe ich natürlich auch mit fetten, dicken Pflanzenbüchern da gesessen. Und damals gab es noch nicht Wikipedia, wo du einfach die Inhaltsstoffe eingeben kannst und siehst die chemische Formel. Das ist heute das eine der, die einzige Maßnahme oder das Einzige, wofür ich Wikipedia benutze, ist biochemische Formeln rausholen. Ich habe viele Bücher früher, die musste ich dann nachschlagen. Wie sieht es denn aus? Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, die Inhaltsstoffe der Pflanzen sind immer gleich. Das heißt, eine Sonnenpflanze hat automatisch Xanthophyll, was die gelbe Farbe macht, und nicht Flavone, sondern Xanthophyll, also tatsächlich die langgestreckten konjugierten Doppelbindungen mit hinten und Sauerstoff und nicht die ringförmigen. Während die Jupiterpflanzen mit ihren rachenförmigen Blüten, wenn wir jetzt zum Beispiel mal an den gelben Enzian denken, das ist ein Flavon. Das heißt, wir haben jetzt zwei Farben, die wir mit bloßem Auge nicht erkennen, biochemisch, aber ist immer die eine Gruppe oder die andere Gruppe. Und dann habe ich immer dieselben Duftstoffe drin. Ich habe immer ganz viel Vitamin C in den Sonnenpflanzen, egal ob das ein kleines Kraut ist oder ob das ein Baum ist, wie ein Zitrusbaum. Und ich habe immer in den Saturnpflanzen, die sind am Ende, die biochemische Komplexität nimmt zu von Sonne bis Saturn. Und bei Saturn ist alles immer giftig. Warum ist alles giftig? Weil das Alkaloide sind, da gibt es 10 Klassen von. Das ist eine Stickstoffverbindung und diese Stickstoffverbindungen sind ganz tückisch und spielen eine große Rolle in der Geschichte der Menschheit. Denn die sind giftig, wenn ich sie so zu mir nehme. Also wenn ich eine Engelstrompete dran kaue, bin ich weg. Aber wenn ich das Ding potenziere, habe ich ein ganz, ganz tolles Mittel. Da kann ich das Ganze, das ist ein Psychopharmakum. Wie alle Alkaloide wirken auf die Psyche und gleichzeitig auf den Körper. Und die einen Alkaloidklassen sind schwer giftig, dann stirbt man sofort. Andere sind nur leicht giftig, da kämpft die Leber mit, die abzubauen. Aber die haben eine unglaubliche Wirkung an verschiedenen Organen. Und was sie alle tun, sie sind psychoaktiv. Und das heißt, dass aus der Gruppe auch unsere ganzen Genussmittel kommen. So, wenn ich jetzt sowas weiß, dann schaue ich mir das an, wie ist denn das mit unseren Genussmitteln? Koffein, Tein, Schokolade, Nikotin, das sind so die typischen Genussmittel, das sind alles Alkaloide, das sind 4 Gruppen von Alkaloiden. In allen 4 Fällen kämpft die Leber, in allen 4 Fällen wirken sie positiv auf die Psyche. Das heißt, mit dem Kaffee morgens kannst du einfach besser denken. Schon das Koffein selber regt die Hirnzellentätigkeit an und aktiviert die Verknüpfung untereinander. Das heißt, die Assoziationsfähigkeit erhöht sich. Dasselbe mit Schokolade. Schokolade ist auch noch assoziiert mit Neurotransmittern. Das heißt, macht auch noch glücklich. Allerdings bei der Schokolade gilt es zu beachten, dass wir jetzt nicht von 10%igem Schokoladenanteil reden und 90%. Nein, die echte Kakaobohne. Zucker, also Zucker, ja. Dass sozusagen diesen Zuckerflash gibt, sondern wirklich relativ. Muss der Alkaloidflash aus der schwarzen sein, ist klar. Genau, also wir reden hier von 70 plus Anteilen. Ja, genau. Okay. Oder den spanischen Pulver, was wir nur mit Wasser, niemals mit Milch aufrühren, wo der Löffel drin steht und wo du die Nacht durchfeiern kannst, wenn du sowas trinkst. Das gibt es dann zusammen mit Churros, oder? Ja, genau. Okay. Das ist das, was du morgens um 3 Uhr machst, wenn du weiter tanzen willst. Wow. Ja, aber ich habe dich jetzt unterbrochen bei der Schokolade, bitte. Gar nicht so wichtig. Was ich nur sagen wollte, ist, dass diese Alkaloidverbindung, du wirst immer, wenn du eine Saturnpflanze hast, die du von außen bestimmt hast, mit grünlichen Blättern, grün-schwarzen Beeren, ein bisschen komischer Duft, dann wirst du innen die Alkaloide finden.
Und wenn ich etwas habe, was rot ist und mit roten Beeren ist und oder Stacheln ist, dann weiß ich, ich werde da drin Tannine finden. Ich werde da drin astringierende Substanzen finden und ich werde die super Antioxidantien finden, wie zum Beispiel das Anthocyan, was auf den Beerenhäuten drauf ist. Das heißt, wenn du die Pflanzen in 7 Abteilungen einteilst, in 7 Signaturen, dann hast du jedes Mal eine bestimmte Stoffgruppe und dann weißt du schon, für welches Organ das ist. Und das heißt, da gilt nicht nur wie oben so unten, sondern da gilt nach der alten Theorie des Mikrokosmos, Makrokosmos auch wie innen, wie außen so innen. Und das habe ich vor 20 Jahren entdeckt. Das war vielleicht meine schönste Entdeckung im Laufe meiner Forschungstätigkeit. Und die mir am meisten Freude gemacht hat, weil sie mir das absolute Aha-Erlebnis gegeben hat. Und was mir auch erklärt, wie die Leute früher überhaupt wussten, welche Pflanze wozu gut ist. Denn die haben ja keine LD50-Tests gemacht. Die haben keine Ratten vergiftet und geguckt, wie viel muss man denen geben, damit die sterben. Sondern die haben überlegt, wenn die Pflanze die Signatur der Venus hat, dann kann die gut sein für Haut und Nieren. So haben die gedacht. Und so ist es dann auch. Und dieses Wissen hast du dir wieder selber, du hast wahrscheinlich ein paar Quellen, ein paar Ideen gehabt, aber Lücken hast du dir dann wieder selbst angeeignet durch eigene Tests. Naja, ich habe die Paracelsus Originalwerke hier. Ja. Und die sehen bei mir so aus. Mhm. Wenn du das, warte mal, kann man das sehen? Das ist alles voll Zettel. Alles markiert. Und jeder Zettel sagt, jetzt spricht er von Pflanzen, jetzt spricht er von Tieren, das sind 4 Stück. Jedes hat 1000 Seiten. Und als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich dann einfach alles markiert und bezeichnet. Da sind jetzt Pflanzen, das sind Metalle, das sind Pilze, da spricht er von Bäumen, jetzt ist er bei Tiermitteln. Und dann habe ich einfach geguckt, wenn er sagt, wenn er dann Patientenfälle beschreibt und dann sagt, ja, der Domherr, der mit schwerem, der mit einer schweren Eisenleber da lag, das ist der typische Maßfall. Und dann weißt du schon, okay, er hat das genau so eingeordnet. Und das haben wir dann in der Praxis auch gemacht. Und ich habe natürlich viele Quellen gelesen, die er auch gelesen hat. Also Paracelsus, 15. Jahrhundert, dann zitiert er ja, wen er gut findet, wen er nicht gut findet. Und dann habe ich mir all dessen Quellen auch besorgt und die dann auch gelesen, weil ich sehr schnell und sehr gerne lese und weil ich alte Sprachen gut kann. Also ich kann auch eben die Sachen auf Latein oder weiß ich nicht, was ist Provençal oder Altkastilisch oder was auch immer das ist. Das ist für mich keine Barriere. Wow. Irgendwann landest du beim Totenbuch der Ägypter. Es geht immer weiter zurück. Ich habe hier stehen, das ist übrigens auch sehr schön auf Latein, großartig geschrieben, die Werke, die Historia Naturalis von Plinius, dem Jüngeren. Und dieser Plinius, der hat einfach alles aufgeführt, was er gefunden hat. Ganz aseptisch, ganz enzyklopädisch hat er dann einfach die Pflanzen alle genannt, die Bäume alle genannt. Dann schreibt er dann so tolle Sätze über die Lerche. Ist da ein Merkurbaum, der ganz starke ätherische Öle hat. Und dann schreibt er, das Lerchenharz ist gut für Wundheilung, ist gut für Lungen. Und dann schreibt er, eine Reise in die Schweiz, in die Ostschweiz, nach Helvetien da in der Ecke und dort atmen ist besser als eine Schiffsreise an den Nil. Warum schreibt er das? Weil er genau wusste, wenn die Leute dieses Lerchenharz einatmen, dann gehen die Atemwege auf. Und dann denke ich mir, mein Gott, die Leute hatten vor 2000 Jahren teilweise mehr Ahnung als heute. Und wenn du das dann liest und das ist alles da, dann ist das eine solche Freude, das heute bestätigen zu können. Jetzt kann ich dem Plinius, könnte ich jetzt erklären, warum das so ist. Was macht die Lerche so besonders im Vergleich zur Tanne und solche Sachen? Also, das sind... Was bewirkt die Lerche genau mit den Lungen? Ja, die hat 2 Dinge. Die tötet wirklich jede Art von Infektion ab. Wenn du eine eitrige Bronchitis hast und du verräucherst in einem Gefäß Lerchenharz und atmest das ein so, dann sterben die Bakterien, die da sind, Streptokokken und sowas, die sterben ab. Das ist das eine. Und das andere ist, die Lungenwege gehen durch die ätherischen Öle auf. Und da sind eben spezielle, die eben nur, das ist das Tolle an den Heilpflanzen, sie haben gruppenmäßig biochemische Inhaltsstoffe, aber die sind individuell. Kein Heilkraut hat dasselbe, also wenn ich eine römische Kamille habe, habe ich noch nicht mal dasselbe wie meine strahlenlose Kamille. Und schon gar nicht dasselbe wie das Heiligenkraut. Alle 3 sind Sonnenpflanzen, alle 3 haben ähnlich aussehende Blüten,
Aber die Inhaltsstoffe gehören in eine Kategorie, biochemisch gesehen, aber wie zum Beispiel die Riesenringe, Epoxide, viel Sauerstoff dran gehängt, aber es ist nicht gleich. Und darum haben die, wenn man mal guckt, wenn du mal Heilpflanzeninhaltsstoffe anschaust, wie Artemisin oder Aconitin oder jetzt mal ein paar giftige zu nennen oder auch die einzelnen, die du in den verschiedenen, wie Azulen oder so, du hast selten exakt den gleichen, sondern die sind wirklich individuell und werden nach der Pflanze, wo es gefunden wird, benannt. Und das ist eine Riesengruppe. Also sag mal so, ich kann immer die Kategorien aufmalen, ich könnte nie von jedem Einzelnen die Formel. Also jetzt, wo sitzt jetzt hier noch der Substituent da oben und wo nicht? Also das ist schon dann wieder eine Spezialsache. Das machen heute die Spektrometer, die das aufschlüsseln. Ich denke, in dem Bereich Heilpflanzen können wir noch stundenlang bleiben. Ich würde aber zur Vollständigkeit gerne in das nächste Thema ziehen, und zwar auch Geburtsherrscher und sogar Tiere, also die Kompatibilität zwischen Mensch und Tier. Das ist was sehr, sehr Schönes, sehr Spannendes, weil das auch wieder über die Intuition geht. Bei den Tieren siehst du jetzt nicht mehr die Zeichen so deutlich. Gut, du hast noch die Möglichkeiten zu sehen, okay, vierbeinig, bewegt sich mit Eisen, ist also in jedem Fall schnelle Bewegung, gehört eher zum Mars. Fliegen gehört zum Merkur. Also das sind die Vögel. Und total sich möglichst gar nicht bewegen oder wenn ohne Beine, das sind die Schlangen, die gehören zum Saturn. Das heißt, auch da hast du Unterschiede und meistens ist es so, dass die Kinder, von wenn die ein Haustier sich wünschen, die wünschen sich das ihrer eigenen Signatur, mit dem sie sofort harmonieren. Weil das ist wie Stimmgabeln. Du harmonierst immer mit dem, was zu dir gehört. Das geht und bei Menschen untereinander, die erkennen sich, wenn sie die gleiche Signatur haben, fühlen sich dann entspannter und wohler und suchen sich aber als Partner normalerweise das Gegenteil, weil es spannender ist und auch zur Komplettierung. Das ist wirklich so angelegt, du hast Freunde der gleichen Signatur, aber dein Partner wird die Gegensignatur sein oder jedenfalls etwas anderes sein. Meistens ist das so, und weil die Anziehung dann einfach stärker ist. Die anderen sind mehr die Kameraden. Und die gleichen sind die Kameraden. Und bei den Tieren ist es so, das ist der absolute, bedingungslose Kamerad. Der hat die gleiche Signatur, aber er ist, dadurch, dass es ja ein Tier ist und nicht ein Mensch, ist es natürlich etwas, was dich immer begleitet, was immer treu ist, wo du nie enttäuscht wirst. Und darum siehst du, wenn du Kinder hast, die Mars-Venus-Dualistik sofort. Die einen wollen unbedingt einen Hund und das Venus-Kind will unbedingt eine Katze. Und dann wunderst du dich, Katzen sind ja normalerweise überhaupt nicht richtig zu erziehen, aber wenn ein Venuskind die Katze ruft, kommt die Katze. Mhm. Fast wie der Hund. Macht natürlich nicht so zum Platz, das kann man einfach. Und so sind auch die Kinder. Das Marskind ist ein ordentliches Kind, dem kannst du sagen, räum dein Zimmer auf. Und wenn nicht, dann funktioniert bei Marskindern. Die wollen Ordnung, Geländer und die machen das. Mit dem Venuskind geht das nicht. Sag dem mal, räum das Zimmer auf und am besten noch bedrohend. Dann kriegst du keinen Nachtisch. Okay, dann kriege ich keinen. Und wenn ich ihn 3 Wochen nicht kriege, das Venuskind wird es nicht machen. Da ist sofort der Widerspruch da. Und dann ist sofort wie die Katze, beleidigt abwenden gehen. Wie gehen wir dann mit Venuskindern um? Nur Liebe und Beispiel. Venuskinder brauchen Streicheleinheiten. Wenn du sagst, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das jetzt machen würdest. Das ist eine Maschine, die geht. Ich habe einen Venus-Sohn, ich weiß genau, wie schwierig die sind. Und dass man mit jeder Art von jetzt aber nichts erreicht. Keine Chance. Und Sonnenkinder, die brüllen und schreien. Die protestieren total. Die sind laut. Und das Mondkind ist schüchtern. Das zieht sich zurück. Da muss man wieder ganz zart mit umgehen. Also schon sehr unterschiedlich. Und die Tiere, wenn die jetzt ein Haustier haben, dann fühlen die sich in ihrer Natur gestärkt und sicherer. Das ist fast wie in dem Film Der Goldene Kompass, wo das Krafttier nebenher lief. Hast du schon ein Buch geschrieben, Unsere Kinder verstehen? Nein, das ist ein Projekt, was ich wahnsinnig gerne machen würde, zusammen mit Miguel in jedem Fall. Aber das müsste noch gemacht werden, unbedingt. Also ich sehe da einen Riesenbedarf. Also ja, da ist bestimmt einer. Ja. Das war. Viele Geburtsherrscherbestimmungen für ganze Familien, damit die Eltern wissen, was mit ihren Kindern ist und wo auch die großen Unterschiede sind. Ja, weil wir gehen ja oft auch von uns selber nur aus. Ne? Ja, und das klappt eben nicht, wenn die Signatur nicht gleich ist.
Ja. Genau da ein Riesenpunkt. Ja, also da ist der Begriff, ne, Mann von Mars, Frau von Venus, gibt ungefähr so eine Idee, aber das ist halt nicht mal ein Drittel von dem, wie es eigentlich wirklich ist. Ja, also ja, es ist vor allen Dingen nicht, es ist nicht starr, sondern es ist halt, es kann alles sein, ne? Ja, und vor allem, es werden ja gleich viele Marsmänner wie Marsfrauen geboren. Und die Marsfrauen, wenn die eins hassen, ist es rosa. Und oder auch so solche Spielzeuge. Und es gibt genauso viele Venusmänner wie Venusfrauen. Und das Problem ist, die Venusmänner, die wollen nicht in Fußballverein. Was sollen die da? Also solche Sachen, da sind eben die Konzepte eher sehr schädlich, wenn man nur diese zwei Bilder hat. Wenn wir die Komplexität des Daseins gar nicht treffen und nicht abdecken. Mein Vater war Fußballtrainer. Oh je. Ich hatte gar keine Wahl. Bitte? Hast du dann Fußball spielen müssen? Ja, müssen will ich jetzt nicht sagen, das wäre zu stark, aber ich wurde mit 5 Jahren wurde ich im Fußballverein angemeldet, ja. Völlig klar. Sagen wir mal, hättest du das selber entscheiden können, hättest du das vielleicht nicht gemacht. Ja, ich habe dann zwischendrin verschiedene Sportarten ausprobiert und ja. Mhm. Ja, definitiv. Und was hat dir dann besser gefallen? Ich habe dann im Bereich Capoeira habe ich den meisten Spaß gehabt. Das ist so ein brasilianischer. Ja, jetzt schau dir das doch mal an, die Bewegungen alleine, die Eleganz des Ganzen. Das ist mehr ein Tanz als ein Sport. Ja, ich muss sagen, als Fußballer Capoeira anzufangen, da fühlt man sich erstmal wie ein Grobmotoriker, das sehr heftig, des Grauens. Ja. Mhm. Und aber dann nach so 3 Monaten Eingewöhnungsphase ging es dann. Dann kam dann sozusagen der entsprechende Effekt, ja. Ja, ja, klar, aber eben, weil es auch zu deiner Natur sehr viel besser passt. Ja, also das ist hochspannend, wie man ja anscheinend viele, viele Dinge davon ableiten kann. Also wie gehe ich mit meinem Kind um? Ja. Welcher Sport passt eventuell? Ja, welches Musikinstrument ist deins? Auch sehr wichtig, weil das machen ja auch die Eltern Entscheidendes für einen. Das kann das Kind noch nicht richtig wissen. Und wenn ich ein Venus-Kind habe und melde das für Geige an, dann ist das perfekt. Die Geige ist gestimmt auf Quinten. Das heißt, nur das reine Anstreichen der leeren Saiten ist für die Venus schon sofort Resonanz. Funktioniert super und das werden die super Geiger. Aber wenn ich das mit Mars mache, dann kann das damit gar nicht so viel anfangen. Das will, das braucht Action und in die Tasten hauen, sagt schon, Klavier ist das Instrument des Mars. Und wenn ich ein Mondkind habe, dem gebe ich besser eine Flöte. Und da sind eben Sachen, die sind auch da. Also wie du schon sagst, Haustiere, Hobbys im Sinne von welche Sportart. Es gibt für jeden seine Sportart, aber eben auch da muss man gucken. Ich werde es nie vergessen, wie ich mal so einen Vortrag gehalten habe. War nur so eine kleine Erinnerung, so ein Einführungsvortrag. Und da sagte ein junger Mann, also das fände jetzt aber total nervig, wenn man dann so gebrandmarkt sei, das könnte doch gar nicht sein. Also ich hatte jetzt bei ihm Venus ermittelt und sagte, das kann gar nicht sein, er sei wahnsinnig sportlich. Und ich habe mir den so angeguckt, hatte schulterlange Haare in Prinz Eisenherz-Schnitt, sah sehr romantisch vom Typ her schon aus. Und wie er dann erklärte, er sei Sportlehrer, habe ich gesagt, dürfte ich erfahren, welchen Sport? Und dann sagte er, er sei Yogalehrer. Der ganze Saal hat gelacht. Ja, hallo, gerade war es bestätigt. Das war nicht ein Widerspruch, es war bestätigt. Ich habe so gelacht. Ja, ja. Ja, es erfordert natürlich dann auch von den Eltern in Bezug auf Sport und auf Instrument beispielsweise eine gewisse Flexibilität und Offenheit. Und oft ist das ja noch vielleicht von den eigenen Eltern geprägt, so von wegen so, ich bin Arzt, du musst Arzt werden oder ich habe Geige gespielt, du musst Geige spielen. Und ja, ja. Das passiert ganz schnell und da schöpft man das. Natürlich machen die Kinder, was die Eltern ihnen sagen und die können auch ganz gut darin werden. Aber du nimmst ihnen die Möglichkeit, total in Harmonie zu kommen. Und gerade die Hobbys sind ja etwas, wo man total in Harmonie mitkommt. Und es ist entscheidend. Es ist nicht das Gleiche, ob ich male oder Ballett mache oder ob ich die heutigen Tänze, natürlich mehr Street Dance, egal, aber so etwas tue oder ob ich jetzt in einen Tennisverein gehe. Also wenn die Eltern wissen, was das Kind ist, können sie besser auswählen und damit eigentlich die Harmonie mehr fördern. Weil Hobbys sind ja als Ausgleich zu dem ohnehin Stress von Schule unglaublich wichtig. Ich denke, den Bereich haben wir auch schon ganz gut angesprochen. Du hast mir noch eine
weitere Folie zugeschickt. Ja. Da geht es darum, was wir vor anderen sorgsam verstecken. Ja, da geht es um die Abgründe. Okay. Da geht es um die psychologischen Abgründe, die wir verstecken vor anderen, die wir auch vor uns selbst sehr oft verstecken. Die kommen aber raus, wenn wir in Notsituationen geraten. Wann ist eine Notsituation? Wenn wir einen richtig extremen Streit haben, wenn wir um irgendetwas kämpfen, was wir unbedingt wollen und uns jemand uns entgegenstellt, und dann aktivieren wir das Fabelwesen. Und das kann teilweise wirklich ätzend sein. Und da sagen wir mal, es ist für uns selbst wichtig zu wissen, was kommt da aus uns raus, womit wir gar nicht gerechnet haben, wo man sich hinterher fragt, habe ich das gerade wirklich gesagt oder habe ich den jetzt gerade zur Schnecke gemacht? Mhm. Und wie habe ich den zur Schnecke gemacht? Was habe ich benutzt? Und das andere ist in einer Partnerschaft. In einer Partnerschaft ist es wahnsinnig wichtig zu wissen, dass auch darunter ein Fabelwesen lauert, was rauskommt, wenn wir in Streit geraten. Das kann man nicht vermeiden im Laufe der Jahre. Und dann kriegen wir es mit dem Fabelwesen zu tun. Und dann muss man damit rechnen und auch das wissen, okay, das ist ein anderes als meins. Und ich muss damit umgehen können und dem anderen auch verzeihen, wenn er es aktiviert. Das ist natürlich klar. Und wenn mir da so ein Minotaurus entgegenkommt bei einem Marsmann, oder aber die Frau wird zur Furie, jeder kennt das. Wenn sie eine Venusfrau ist, dann kann auch die Furie rauskommen, dann ist sie gar nicht mehr schnurrend und lieb wie eine Katze. Das heißt, es verwandelt sich etwas und das sind normalerweise die Verteidigungsstrategien. Und die sind richtig so. Wir müssen ja auch mit extremen Situationen umgehen lernen. Und wenn dann so ein richtig starkes Vieh rauskommt, wie ein Hypogreif oder eine Sphinx oder so etwas, dann ist das natürlich auch ein Sicherheitsfaktor für uns. Und ich beobachte, dass man wirklich bei Schwerkranken, die keinen Lebenswillen mehr haben, also krebskrank im Endstadium oder so, oder sie glauben, sie seien im Endstadium, so etwas, da fehlt plötzlich, da ist das Krafttier schwach und da kommt das Fabelwesen nicht mehr raus. Das heißt, ich habe ja so kinesiologische Scheiben, die lege ich auf und teste. Und wenn da keins mehr kommt, dann sind ganz wesentliche Urelemente, die den Überlebenswillen eines Menschen steuern, kaputt. Das heißt, da muss ich ganz tief anfangen auf der psychologischen Ebene. Da brauche ich mit Medikamenten nichts zu machen, wenn der diese Kräfte nicht mehr hat. Selbst das habe ich auch von verschiedenen Krebstherapeuten schon mitbekommen, die gesagt haben, okay, es gibt hier 5% Leute, bekommen Krebs, weil sie Gift mit Giftstoffen zu tun haben. Ja. Dann wieder ein paar Prozent hatten ein Traumata gehabt. Und bei den meisten ist es der permanente Stress, und der dazu führt, dass sie komplett erschöpft sind und dann so eine Erschöpfung erleben und sich dann auch nicht mehr zur Wehr setzen können. Genau. Und damit sind die Energie, die ist total runter und der Lebenswille ist runter. Und dann ist der erste Punkt erstmal festzustellen, was muss aktiviert werden, damit das wieder kommt. Damit überhaupt die Verteidigungsstrategien und Immunsystem wieder auffahren kann. Die ganze Geschichte hier jetzt, die letzten 2 Jahre, was hat das gemacht mit uns? Die hat das Immunsystem runtergefahren. Die Krafttiere liegen alle halb erstickt, irgendwo begraben im Innern der Leute. Also manchmal, da kommen mir richtige Bilder, wenn jemand reinkommt, wo ich das Gefühl habe, da ist das Fabelwesen halb erstickt und halb tot. Ja, 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 gerade solche Einschränkungen, Lockdowns. Ja. Man kann ja schon gar nicht mehr richtig trainieren gehen. Oder ja. Ne, also die Leute, die im Sportverein sind und oder in Fitnessstudios und so weiter. Ja, die waren tot. Die waren ja geschlossen und dann kannst du dich nicht bewegen. Alleine bringt man die Disziplin nicht auf. Ich bin fürchterlich dick dabei geworden. Da bin ich nicht die Einzige, der das ich so auch gegangen ist. Fürchterlich, einfach weil man diese Regelmäßigkeit nicht mehr hat. Und das ist schon ärgerlich, weil es auf die Figur geht. Aber was wirklich ganz schlimm ist, sind die sozialen Kontakte. Also das geht eigentlich gar nicht, dass die Leute nicht mehr, also hier in Spanien. Spanier, wenn die sich sehen, egal wer es ist, man umarmt sich und küsst sich. Jetzt stehen wir voreinander und wissen nicht mehr, wohin mit unseren Armen. Das ist grausig. Ja, die Leute wirken ein bisschen hilflos, ne? Und ja, vollkommen. Verwirrt. Ja, und das ist natürlich kulturell auch wieder unterschiedlich. Im Norden fassen sich die Leute nicht so gerne an. Also es gibt welche, die haben gesagt, ach, wie schön, da muss ich nicht mehr jedem die Hand geben. Ich habe gesagt, nee.
was ist das denn? Ja, welche Signatur hat derjenige denn bitte? Ja, vielleicht ein Jupiter, der sowieso froh ist, wenn Leute ihn nicht auf den Pelz rücken. Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich auch kulturell, je nach Land, unterschiedlich. Da ist also schon, sagen wir mal, das war ein schlimmerer Einschnitt hier als im Norden. Ich denke, es ist auch ganz, wenn wir jetzt sozusagen den Bogen auch wieder nicht schließen, aber den Bogen finden zu dem Therapeutischen. Ja, darum, das ist ja auch einer deiner Anliegen. Ich meine, was wir jetzt gerade so herausgearbeitet haben, sind ja fantastische Effekte, die wir mit einfließen lassen können in die Erziehung oder beziehungsweise in das Umgehen mit unseren Kindern, mit unseren Freunden und Familie und mit uns selber. Mhm. Und aber was ja auch einer deiner Hauptanliegen ist, ja auch in Zusammenarbeit mit deinem Mann, kranken Menschen eine Hilfestellung zu bieten. Und das auch ausgerichtet, nicht nur, schätze ich mal, aber auch sehr stark an der Signaturenlehre. Und daran orientiert ihr euch auch, was ihr beim Therapieren alles macht. Ist das so richtig? Das ist so richtig, ja. Wir versuchen immer, auf diesen drei Ebenen zu therapieren. Und da ist eben das Körperliche das Erste, aber nicht das Wichtigste. Aber natürlich muss auch das voll abgedeckt werden. Das heißt, du musst immer gucken, was fehlt jetzt dem Menschen, was braucht er alles und welches Organ ist denn jetzt betroffen. Dann gehst du auf die physiologische Seite, du guckst, dass der Stoffwechsel in Gang kommt. Und die Mittel, die man dabei gibt, die sollten schon fast immer der Signatur des Leidens und der Signatur des Patienten entsprechen. Die meisten Leute erkranken nicht zufällig, sondern nach ihrer Signatur. Und wenn du da 10 Menschen stehen hast, dann kriegen die nicht zufällig der eine Herz und der andere Magen und der nächste Lunge, sondern die kriegen das nach ihrer Natur. Das heißt, du kannst es vorhersehen, was die bekommen. Und nur wenn sie gegen ihre Natur erkranken, wird die Sache schwierig. Weil dann musst du wirklich auf Forschungstour gehen. Was hat dazu geführt, dass der gegen seine Natur erkrankt? Das ist das eine. Und dann hast du natürlich noch den Zeitpfeil der Entwicklung. Du kannst die Sonnenmittel allen Babys geben und die Saturnmittel allen Alten. Einfach weil du dich von Sonne bis zu Saturn im Laufe der Zeit immer so weiterentwickelst. Es gibt also Lebensabschnitte und danach wechselst du auch ein bisschen die Therapie. Du gibst älteren Leuten andere Dinge, als du einem ganz jungen Menschen oder einem Kind gibst. Einfach weil du die ungiftigen Mittel, die kriegen die Kinder. Und die giftigen potenziert kriegen die Alten. Warum? Die sprechen auf die ganz einfachen Mittel gar nicht mehr an. Die haben schon viele, viele Krankheiten, entsetzlich viele schulmedizinische Mittel bekommen. Da musst du richtig alle Geschütze auffahren, die Natur zu bieten hat. Und da gehst du in die Alkaloidgruppe. Und darum sind bei den lebensbeendenden Krankheiten und in der Geriatrie die Saturnpflanzen die wichtigsten. Du hast dein starkes Übergewicht auf den Giftsachen von Thuja angefangen bis hin zu Aconitum hast du oder Bilsenkraut und all denen, das sind alles Alkaloide und die gibst du eben den Leuten, die ab 75 sind, die sowieso in der Saturnphase ihres Lebens, da kriegen die auch die Saturnmittel. Wenn jetzt jemand, habe ich schon mal, einsteigen möchte in die Thematik, welches Buch von dir, mit welchem Buch soll er anfangen? Hast du gerade irgendwas parat, um das mal zu zeigen? Weil ich bin der Meinung, tue Gutes und spreche drüber. Okay, ja. Ich weiß nicht mal, ob ich hier eins stehen habe. Ja, eins von meinen Heilgeheimnissen habe ich hier. Kommt drauf an, wenn jemand nur sich für die Menschen interessiert und die Psychologie, erstmal einzusteigen, wie sind die 7 Menschentypen, das wären die Geburtsherrscher, das kleine Taschenbuch hier. Ja. Und wenn jemand wissen will, welche Mittel gibt es denn und wie ordne ich die, dann habe ich hier, das tut mir leid, das ist ein bisschen dicker, sind 580 Seiten. Das sind die Heilgeheimnisse des Paracelsus. Dieses Buch hat aber Kapitel, das heißt, man muss das nicht von erster bis zur letzten Seite lesen, sondern man kann nachschlagen. Wenn ich etwas über Metallmittel lesen will, dann nehme ich das Metallkapitel. Will ich Edelsteine schauen, welches ist denn mein Edelstein, gehe ich auf die Mineralien, in das Mineralienkapitel. Wenn ich nur die Tiere wissen will, gucke ich in dem Tierding. Das ist geordnet und geht von der Komplexität der Materie aus, fängt also mit Metallen an und endet bei der Psychologie der Menschen. Darum ist das so dick. Und da sind auch Originalrezepte von Paracelsus drin. Und dann gibt es für die Therapeuten die Spezialbücher. Das sind das, was Miguel geschrieben hat über die Banerjee-Protokolle. Alle Banerjee-Mittel sind auch nach Signaturen geordnet und auch, wie man das anlegt, wie man damit umgeht. Und das Buch, was wir gemeinsam geschrieben haben, ist das für Heptopathie. Aber das ist
Ach ja, da sind auch die. Ich habe den Geld hier gerade benutzt. Ja, da hat er wieder, das sind auch immer, wir markieren immer alle Bücher mit so dummen bunten Streifen, wenn wir was brauchen. Das hier ist der Einstieg in die Homöopathie nach Signatur. Und dies hier ist die lebendige Paracelsus-Medizin heute, die wir als Heptopathie, als Grundlagenwerk erstmal hier verfasst haben. Da sind dann die Patientenfälle drin, ganz konkret. Das ist ja, ich denke, anstrengend. Jeder, der bis jetzt noch dran geblieben ist, der will bestimmt da mal eintauchen oder kann sich vorstellen, da mal einzutauchen. Mhm. Ich habe das ja auch gemacht schon, teilweise mit dem ersten Buch, das du gezeigt hast. Und ich verfolge dich ja auch schon eine längere Weile. Und ja, ich finde das hochspannend, was du da berichtest. Und ich kann nur jedem ehrlich gesagt empfehlen, schaut euch das mal an. Schaut mal, was es da gibt, und man kann fast nur gewinnen. Und die Zeit, die ich bisher investiert habe, hat sich gelohnt. Ja, deswegen machen wir das Ganze ja auch. Ja, dass jeder was davon hat. Die Signaturen, haben wir die einigermaßen gut abgedeckt? Möchtest du noch irgendetwas ergänzen oder bist du happy bis hierher? Ich denke ja, ich denke, es ist schon ein bisschen deutlich geworden, wie die so sind. Gut, super. Dann, Michaela, danke ich dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, und wirklich eine sehr, sehr spannende Reise. Ich habe das Interview sehr, sehr genossen und freue mich auch schon wieder auf den nächsten Teil. Ja, ich auch. Und dann hoffe ich, dass eben viele Leute von irgendetwas davon profitieren können. Bin mir sehr sicher. Dankeschön. Ja.